Hi, ich bin Lydia und ich möchte heute ein bisschen über Ernährung sprechen. Ich sag's gleich von vorne rein, ich bin weder ein Arzt noch ein Ernährungswissenschaftler. Alles, was ich sage, beruht so ein bisschen auf meinen eigenen Erfahrungen einfach. Wer nicht, wir lieben ihn alle, Zucker, Gluten, Brötchen etc. Trotzdem habe ich gemerkt, dass gerade auf meiner Yoga-Praxis, dass es eine große Auswirkung hat, wenn ich zu viel Zucker esse oder wenn ich mich zu schwer ernähre. Das heißt, viel Weizenmehl, viel Gluten. Ich habe das einfach mal so in einem Selbsttest weggelassen über einen gewissen Zeitraum und habe wirklich gemerkt, dass ich eine ganz andere Energie habe. Es ging mir gar nicht so um Abnehmen oder sonst was, sondern wirklich in erster Linie darum, was es mit mir macht oder wie ich mich fühle. Ich meine, es ist inzwischen auch wissenschaftlich so ein bisschen belegt, dass Zucker natürlich nicht so gut für uns ist, zumindest in einem großen Ausmaß. Und ich rate dir wirklich, wenn du Sport machst oder wenn du dich viel bewegst, das einfach mal auszutesten. Weil Zucker funktioniert wie eine Sucht. Und wenn wir das mal für 3 Wochen weglassen, dann haben wir überhaupt nicht mehr das Verlangen danach. Also wenn wir wirklich darauf achten, mal für 3 Wochen kein Zucker und kaum Gluten zu essen, das ist schwierig. Aber es ist wirklich so, dass du irgendwann nicht mehr darüber nachdenkst und nicht mehr irgendwie das Gefühl hast, ich brauche jetzt was Süßes in meiner Mittagspause oder sonst was. Genau, das ist einfach nur so aus meiner kleinen Erfahrung als kleiner Tipp. Probier es einfach mal aus. Falls du Lust hast, noch mehr von mir zu sehen, dann klick einfach rechts. Ich würde mich freuen. Namaste.